Kleines Update zu meinen Celotonia-Spinnen, zu den Juwelenspinnen. Man sieht, ich habe sie mittlerweile umgesiedelt in so kleine Mini-Terrarien. Sie nehmen sie auch ganz gut an. Hier sitzt zum Beispiel schon eine drinnen. Und man sieht bei diesen drei Tieren einen absoluten Unterschied zwischen den Persönlichkeiten. Während sie eher die ist, die sich versteckt, sie, wenn ich aufmache, sofort zusammenzieht und das komplette Gegenteil, hier mein kleiner Liebling, sobald ich aufmache, ist sie sofort am Finger, die will nur raus. Ich muss jetzt ein bisschen Wasser reingeben, sie müssen hier von der Klappe leider weg, weil wenn ich hier aufmache, klappt das hier ein bisschen nach unten, dann würde ich sie sehr quetschen. Aber vielleicht kommt sie wieder auf den Finger, dann werde ich das gleich filmen. Bei der ist das kein großes Problem, die sitzt unten drinnen in einem Loch. So, das heißt, sie haben wir fertig. Unseren kleinen Zusammenziehschisser. Mal gucken, geht sich das aus? Ja, geht sich aus. So. Und jetzt auch die größte. Die muss ich aber hier ein bisschen runterstupfen. Das. Ah, du musst ein bisschen runter. Darfst auch gleich raus. Versprochen. Ja, geht sich raus. Wie heute ist sie weniger aktiv, dann bleibt sie drinnen. Was ich machen möchte ist, hier die Löcher ein bisschen ausputzen. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal ein bisschen zu viel eingefüllt. Mal schauen, ob sie dann reinsiedelt. Bei diesen Boxen muss man ziemlich aufpassen, die klappen sehr schnell zu. Mal gucken, ob sie heute will. Kommst du heute raus? Magst du heute rauskommen? Oder heute eher nicht? Okay, heute eher nicht. Gut, es ist noch ziemlich früh am Morgen. Ich werde jetzt auch bei ihr demnächst anfangen, sie mit Grillen zu füttern. Ich habe Mikrohämmchen gekauft. Vielleicht nehmen sie die besser an. Die füttere ich aber gerade, die Hämmchen, damit sie nicht auf die Idee kommen, die Spinne anzugreifen. Und ja, wie ihr seht, geht's den Kleinen gut.